Es gibt sehr viele Studien über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Hydrologie, beispielsweise auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Hochwasserabflüsse, auf die Spitzenabflüsse während Hochwasserereignissen. Fachleute gehen davon aus, dass die Spitzenabflüsse bei Hochwasserereignissen in Flüssen um 10 bis 20% zunehmen werden in einem wärmeren Klima. Was aber aus unserer Sicht noch fehlt, ist die Frage nach erstens einmal nach den Auswirkungen im Sinne von Auswirkungen auf die Gesellschaft, nicht nur auf die naturräumlichen Prozesse, wie viel Gebäude mehr betroffen sind, wie viele Personen mehr betroffen sind, um wie viel die Schäden steigen werden. Und zweitens einmal auch, wie die unterschiedlichen Flüsse in der Schweiz oder im Alpenraum auf diese Meerabflüsse reagieren werden. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, welche Folgen der Klimawandel auf die Schweizer Gewässer hat, und zwar aus der Sicht der Hochwasserschäden und der Auswirkungen von Hochwasserereignissen. Wir als Gesellschaft profitieren heute noch vom Hochwasserschutz, der vor 50, 60 Jahren umgesetzt wurde. Diese damaligen Hochwasserschutzbauten wurden unter einem bestimmten Rahmenbedingungen gebaut und geplant unter dem damaligen Klima. Heute haben wir mehr dazugelernt und bauen heute den Hochwasserschutz für die nächsten 50, 60 Jahre. So lange ist die Lebensdauer von Hochwasserschutzmaßnahmen. Das Problem jetzt ist, wenn das Klima sich ändert, dann führt es auch zu Änderungen der Hochwassersituation. Das heißt für uns, wenn wir Hochwasserschutz planen, müssen wir, so gut es geht, die Rahmenbedingungen für diesen Hochwasserschutz auch am Ende des Jahrhunderts mit berücksichtigen. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir sehr bald in wenigen Jahrzehnten merken, dass unsere heutigen Hochwasserschutzmaßnahmen den zukünftigen Anforderungen nicht mehr genügen. Der Nutzen für die Gesellschaft ist hier zweierlei. Erstens einmal, es gibt jetzt ein Screening aller Schwachstellen im Hochwasserschutzsystem. Wir wissen, ab welchem Hochwasserabfluss die ersten Schäden entstehen können. Das ist sicher eine sehr gute Hilfe für die Prioritätensetzung im Hochwasserschutz, auch schweizweit, nicht nur kantonsweit. Und zweitens, es gibt jetzt auch eine Prioritätensetzung, dass man einmal hinschaut bei den sehr sensitiven Flussabschnitten, das heißt bei den Flussabschnitten, die sehr sensibel auf den Klimawandel reagieren können. Und dementsprechend kann man auch diese Information der möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserschäden jetzt mit in den Hochwasserschutz einbauen. Jeder Flussabschnitt ist anders geprägt, auch vom Menschen, abhängig von der historischen Entwicklung. Eben Flussabschnitte, die sehr eng verbaut sind, sehr wenig Platz haben, haben einen anderen historischen Entwicklungshintergrund, beispielsweise industriell geprägte Städte, die natürlich bedingt in der Industrialisierung sehr nah am Fluss bauen mussten und die Wasserkraft nutzen mussten. Die haben heute immer noch eine starke Sensitivität gegenüber einer Erhöhung des Spitzenabflusses oder des Hochwasserabflusses. Dann gibt es wiederum Flussabschnitte, wie beispielsweise die Aare zwischen Thun und Bern, wo die Siedlungen sehr weit am Rand waren, weil sie eigentlich historisch bedingt gelernt haben, mit den Überschwemmungen der Aare umzugehen und erst relativ in neuer Zeit sehr nah an den Fluss gebaut haben. Und so gibt dieser Ansatz, die Form der Risikokurve, einen schönen Einblick in diese Mensch-Umwelt-Beziehung. Das heißt, es ist nicht nur ein rein technischer, naturwissenschaftlicher Ansatz, sondern auch eine Möglichkeit, diese Beziehung des Menschen zum Fluss in einer Formel darstellen zu können. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt ist die Datenverarbeitung und die Modellierung. Wir haben über 17.000 Querprofile
der Flussquerschnitte ausgewertet, zusammengesucht, harmonisiert. Das sind hunderte von verschiedenen Excel-Files mit verschiedenen Formaten. Die haben wir hier harmonisiert und zu einem Flussmodell gebaut, zusammengebaut. Dann haben wir höchst aufgelöste digitale Geländemodelle verwendet, um die Überflutungssimulationen zu machen. Auch diese Datenverarbeitung braucht sehr viel, auch manuelle Arbeit zum Teil, Korrekturarbeiten. Dann gibt es auch noch die hydrologischen Simulationen, Hydrographen bereitstellen, Szenarienentwicklung für die Hochwassersimulationen. Die Hochwassersimulationen selbst sind sehr computer- oder rechenintensiv. War auch noch eine Herausforderung. Und schlussendlich auch noch die Entwicklung der Modelle, die die Auswirkungen auf den Menschen, auf Gebäude, auf Personen, auf Arbeitsplätze, auf Gebäudeschäden berechnen können. Auch die haben wir müssen entwickeln und dann kombinieren mit den anderen Modellen zusammen. Das Projekt und das interaktive Webtool Risikosensitivität ist ein Teilprojekt der Forschungsinitiative Hochwasserrisiko des Mobiliarlabs für Naturrisiken. Das Mobiliarlab für Naturrisiken ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung, Forschungsinitiative des Oeschger Zentrums für Klimaforschung der Universität Bern und der Mobiliar.